Jetzt das Heute-Journal mit Marietta Slomka und Heinz Wolf. Zu Gast bei Freunden, so lautet ja das Motto der Fußball-WM. Und Gäste werden viele erwartet. Leider nicht nur Friedliche und auch nicht nur Fußballinteressierte. Die Polizei erwartet, dass zur WM zum Beispiel auch ein paar hundert Mitglieder der internationalen Sprayer-Szene anreisen werden. In der Graffiti-Hauptstadt Berlin sind die dann in der Tat zu Gast bei guten Freunden, von denen sie ortskundig eingewiesen werden, auch mit Tipps, wo man die besten Farben bekommt. Solche, die besonders schwer zu entfernen sind. Je ätzender, je cooler. Dass der Rest der Welt es ziemlich uncool findet, dass jährlich Millionen Steuergelder dafür aufgewendet werden müssen, U-Bahn- und Häuserwände zu reinigen, Geld, das anderswo dringend gebraucht würde, das stört einen Tagger herzlich wenig. Im Gegenteil, die Szene rüstet immer mehr auf. Stefanie Gargosch berichtet. Ein Sprayerladen in Berlin. Gitter überall, da könnte man nun annehmen, dass der Besitzer seinen Kunden misstraut. Tatsächlich hütet Mr. Tunki in seinem kleinen Geschäft all die Dinge, die manch ein cooler Sprayer heiß begehrt. Farbe, die erst nach Stunden sichtbar wird etwa, und vieles mehr. Das ist FX-Pulver. Das sind so Pigmente, die krebserregend sind, erbgutschädigend und die ganze Palette. Ja. Deswegen fassen wir eigentlich das normalerweise mit Handschuhen an. Und ich glaube, das ist auch das härteste auf dem Markt, was es gibt. Wenn man das beimischt halt zu den Tinten, no way, keine Chance. Egal wie gefährlich, Hauptsache das Tag, also die eigene Signatur, bleibt sichtbar. Notfalls greift der abgebrühte Sprayer oder Scratcher, also Kratzer, auch schon mal zum illegalen Säurestift. Der normale Fahrgast kann diese Tags kaum von anderen unterscheiden. Da kann man den Leuten nur raten, lasst die Finger von entsprechenden Tags, die dort auftreten, um einfach nicht Verletzungen herbeizuführen. Denn selbst die eingetrockneten Säurebestandteile sind aufgrund ihrer kristallinen Struktur durchaus geeignet, sich nochmal zu lösen und in die Haut einzudringen. Und aus dem Grunde sind wir da natürlich sehr vehement dabei und mit sehr intensiven Ermittlungen, um die Szene in dem Punkt auch nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Die Sondereinheit der Polizei bedient sich dabei auch des Internets, denn längst agiert die Szene global. Man kennt und besucht sich. Beliebtes Sprayer-Ziel 2006, Deutschland, verrät uns einer, der seit 7 Jahren ungestraft Züge besprüht. Wir wissen, dass zur Fußball-WM definitiv viele Sprayer kommen werden. Bei vielen ist es so, die sammeln einfach die Fotos von den Zügen. Die haben, sag ich mal, eine Modellreihe noch nicht, also müssen sie die unbedingt noch vollsprayen. Einen ganzen Zug mit Graffiti überziehen, der ultimative Traum jedes Sprayers, nachgestellt im Film Whole Train, der im Herbst in die Kinos kommt. Es geht um Ruhm, die Gefahr, der Kick gehört dazu im Film wie in der Realität. Und dank resistenter Farben schroben die Putzkolonnen immer länger. Allein bei der S-Bahn in Berlin stiegen die Reinigungskosten in den letzten 2 Jahren um 40% an und die Wut auf die Sprayer gleich mit. Für uns und für die Mehrheit unserer Fahrgäste handelt es sich hier nicht um Kunst, sondern schlichtweg um Vandalismus und um hohe kriminelle Energie. Denn die Täter sind in der Tat keine Gelegenheitstäter in der Regel, sondern kriminelle Banden, die auch bewaffnet sind und die sowohl unseren Fahrgästen als auch unserem Personal das Leben schwer machen. Mr. Tunki, der Besitzer des Sprayerladens, plagt deshalb kein schlechtes Gewissen. Gab er früher jeden Cent für Graffiti aus, so ernährt Graffiti heute ihn. 8000 Spraydosen verkauft er in guten Monaten. Ein solides Geschäft, das ihm die späte Einsicht bescherte, dass nicht jedes Graffiti an jeder Stelle wirklich schön ist. Das ist ärgerlich, wenn man da seine eigene Hauswand, das Auto oder sonst welche Sachen beschädigt werden dadurch. Kann ich den Frust und den Ärger der Leute gut verstehen. Und so ermahnt Mischstadt jeden seiner Kunden, respektiert bitte die Gitter vor den Fenstern und meine Hauswand.